Willkommen zurück zum Let's Play Still Life. Das letzte Mal sind wir hier im Haus ihres Vaters angekommen, haben ihm ein Geschenk überreicht zu Weihnachten und jetzt befinden wir uns auf dem Dachboden. Ich weiß, wir haben das letzte Mal unten gehalten. Ja, leider habe ich eigentlich schon vorher so ein bisschen aufgenommen und wollte dann ein Rätsel lösen und dann ja sind die Dateien irgendwie flöten gegangen. Schön. Jedenfalls auf dem Dachboden kommen wir mit Hilfe des Schirms. Und hier oben können wir erst dann was machen, wenn wir das Licht hier oben angemacht haben. Die Truhe, die wir auch mit der wir auch als einziges agieren können, ist die da hinten. Und die beinhaltet jetzt sowas. Sieht schön aus, ne? Sieht sehr schön aus. So, hier bin ich wieder. Es war ein kleines Problem, dass es mir wieder zu dunkel angezeigt worden ist im Spiel. Also wie gesagt, wir haben ja diese Kombination. Und das Rätselslösung ist diese Halskette. Und zwar müssen wir die einfach so machen. Dann sehen wir Karo, Karo, Herz, Karo, Karo, Brombeer. Das Schöne ist an diesem Rätsel, wenn man zum Beispiel die Walze betätigt, bewegen sich die mit. In unterschiedlichen Richtungen. Eine in die Richtung, eine andere in die Richtung. Bei der bewegen sich die daneben und die äußere. Bei der hier die in der Mitte und so weiter und so fort, ne? Wir sollen jetzt Karo, Karo, Herz, Karo, Karo einstellen. Es ist sehr schön. Ich habe eine Weile gerätselt. Und es hat einfach kam zu nichts. Sodass ich dann völlig verzweifelt und genervt vor allem genervt, nach einer Lösung geguckt habe. Und ja, mal gucken, ob es funktioniert. Und zwar Walze 2, dreimal drehen. Eins, zwei, drei. Walze 3, einmal drehen. Walze 4 dreimal drehen. 1, 2, 3. Und Walze 5 dreimal drehen. 1, 2, 3. Tatsache, es funktioniert. Da hätte ich ja Ewigkeiten ausprobieren können. Und ich habe schon einige Zettel vollgeschrieben. Oh Gott. Prag 1929. Seit dem seltsamen Fall in Paris waren 2 Jahre vergangen. Ich entschied, die Stadt zu verlassen und mich hier an ein ruhigeres Plätzchen zurückzuziehen. Dachte ich zumindest. Meine Leidenschaft für die Detektivarbeit war erneut aufgeflackert und ich gab das wenig lukrative Künstlerdasein auf. Es waren insgesamt 5 Tote und 2 Vermisste zu verzeichnen. Alles Prostituierte. Ich zögerte, den Fall anzunehmen. Überraschenderweise ließ mich der ermittelnde Inspektor Skalnik den Tatort ungestört inspizieren. Sehr nett von Ihnen, mich einen Blick drauf werfen zu lassen. Mein Name ist Gustav McPherson. Ich bin... Privatdetektiv. Ich bin mit Ihrer Arbeit vertraut, Herr McPherson. Ich wusste gar nicht, dass ich so bekannt bin. Ich habe über Ihre Fälle in Paris und London gelesen. Ich bin Inspektor Skalnik von der Prager Polizei. Ja, und... Ja, also wir haben wieder so ein Erlebnis, wo wir eine erzählte Geschichte quasi wiedererleben, die schon passiert ist. Und ihn kennen wir alle. Also zumindest alle, die Postmortem mitgesehen haben, gespielt haben, etc. pp. Nur ich glaube, die Synchro-Stimme ist ein bisschen anders. Aber naja. Ist ja auch jetzt nicht so tragisch. Ist das 5. Opfer? Ja, offiziell. Aber es soll angeblich auch 2 Vermisste geben. Angeblich? Ja. Sie kennen doch diese Frauen. Oft kommen und gehen sie, ohne irgendjemand in Kenntnis zu setzen. Und dann tauchen sie wieder auf, als wären sie nie weg gewesen. Deswegen kümmere ich mich gar nicht erst um Vermisste. Aha. Sie kümmern sich also erst dann darum, wenn sie in diesem Zustand wieder auftauchen. Aha. Sie wollen anscheinend den edlen Ritter spielen. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, kümmern Sie sich lieber wieder um fremdgehende Ehemänner und dergleichen. Hier vergeuden Sie Ihre Zeit.
Sie haben mich nun erst recht überzeugt, dass ich mich um diesen Fall kümmern sollte. Nein, wirklich, Herr McPherson. Die Sache wird nicht einmal in der Presse erwähnt. Wen interessieren schon tote Prostituierte? Und selbst wenn darüber berichtet wird, dann nur über den Mörder und die Zahl der Toten, aber nicht über die Opfer selbst. Den Zuhältern sind die Mädchen noch gleichgültiger. Die zwingen sie zu arbeiten, selbst wenn so ein Mörder frei herumläuft. Das interessiert keinen. Hier ist wirklich kein Ruhm zu ernten. Ich rate Ihnen nochmal, lassen Sie die Finger davon. Dürfte ich Ihnen noch ein paar weitere Fragen stellen? Sicher doch. Waren alle Opfer Prostituierte? Ja. War der Schnitt am Hals die Todesursache? So ist es. Es waren also nicht die zahlreichen Stichwunden auf der Brust? Nein. Naja, so ganz sicher sind wir uns da nicht. Hat sie noch andere Wunden am Körper? Ja, Narben an den Vorderarmen und der Täter hat ihr den Bauch aufgeschlitzt. Aufgeschlitzt? Nie zuvor hatte ich so etwas Abartiges gesehen. Vergleichbares schien nur Jack the Ripper in London verübt zu haben. Oh mein Gott. Hat er das mit allen Opfern gemacht? Ja, so wurden alle aufgefunden. Was ich auch cool finde, ist, dass sogar so die Gedanken dann anders dargestellt werden unten. Also bei ihm ja dann in grün. Und es ist definitiv eine andere Synchrostimme. Fehlen irgendwelche Organe? Ich bin kein Mediziner, Herr McPherson. Fehlten denn bei den anderen Opfern Organe? Nicht, dass ich wüsste. Wer ist der Gerichtsmediziner? Emil Corona. Er arbeitet in der alten Kapelle. Er ist sehr... Nun, ich will Ihnen nicht die Überraschung nehmen. Und jetzt sind Sie dran. Was hat sich Ihrer Meinung nach zugetragen? Ich glaube, dass Sie bei der Todesursache richtig liegen. Der Tod wurde durch den Schnitt am Hals verursacht. Die Stichwunden in der Brust wurden vorher zugefügt. Dafür sprechen auch die Wunden an den Vorderarmen, die daher rühren, dass das Opfer sich verteidigte. Was mich jedoch stört, ist, dass es am Tatort keine Blutspuren gibt. Das dürfte darauf hinweisen, dass sie anderorts ermordet und dann hierher gebracht wurde. Nun, Herr McPherson, ich möchte zwar nicht unhöflich sein, aber... Ja, ich verstehe, Sie haben zu tun. Tja, dann nochmals danke für dieses kleine Gespräch zwischen Kollegen. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Ganz meinerseits. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich von Skalnik nicht mehr viel zu erwarten. Aus irgendeinem Grund testete er mich. Ich war mir nun selbst überlassen. Ja, das kennen wir ja, Gus. Also das kennen wir sehr gut. Mit dem Selbstüberlassensein. Ich glaube, sonst ist hier nichts zu machen, außer zurückzugehen. Rennst du auch so schön? Aber dir sieht das gar nicht so seltsam aus wie bei deiner Enkelin. Kasimir Stasek. Er hat mir manch wertvollen Hinweis in den kleineren Fällen gegeben, in denen ich hier recherchierte. Seien Sie gegrüßt, mein Freund. Ah, Herr McPherson. Wie geht es Ihnen an diesem düsteren Abend? Ich kann mich nicht beklagen. Und selbst? Außer meinem blauen Auge und dem schrecklichen Mord ist alles in Ordnung. Sie haben wohl nichts Neues für mich, hm? Diesmal habe ich leider nichts für Sie, mein Freund. Alle stehen noch unter dem Schock. Es stört Sie doch nicht, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle, oder? Keineswegs. Wie lange geht das schon? Es fing vor etwa 3 Wochen an. Haben Sie bisher denn noch nichts davon gehört? Nein, ich habe an einem Fall außerhalb der Stadt gearbeitet, bis mich jemand bat, zurückzukommen und mich mit diesen schrecklichen Morden zu befassen. Ah, die schöne Ida Skalikova, nicht wahr? Richtig. Sie macht sich Sorgen um ihre Freundinnen. Ich habe gesagt, dass ich sehen werde, was ich tun kann. Können Sie mir etwas über Ihren neuen Chef sagen? Inspektor Jiri Skalnik? Er wurde mit dem Fall betraut und vorübergehend unserem Distrikt zugeordnet. Er hat einen guten Ruf, aber er teilt uns so gut wie nichts mit. Er behält alles für sich. So, vertraut er Ihnen nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hält er uns für unfähig. Vielleicht. Das wäre aber dumm von ihm. Danke für das Kompliment. Ich finde das auch irgendwie seltsam, dass er quasi da recherchiert, aber seinen Leuten nichts mitteilt. Das ist irgendwie sehr komisch. So als ob er so der Held der ganzen Sache sein will und die Lorbeeren ernten will und etc. pp. Aber ohne Hilfe schafft man das solche Dinge gar nicht. Naja, egal. Wurden die Leichen immer einfach irgendwo abgelegt? Ich glaube ja, aber wie gesagt, bin ich nicht sehr gut unterrichtet. Und gab es je einen Augenzeugen? Nein, nie.
Am meisten beschäftigte mich die Frage, wie der Mörder in der Stadt umhergehen konnte, ohne gesehen zu werden. Woher stammt das Veilchen? Veilchen? Ihr blaues Auge. Wo haben Sie das her? Ah, ich habe gestern einen Mann verhaftet. Und dabei hat mein Auge leider mit seiner Faust Bekanntschaft gemacht. Kam der Schlag völlig unerwartet? Das kann man wohl sagen. Mein Kollege hatte keine Zeit, mich zu warnen. Es ging alles sehr schnell. Ich half gerade der Frau und wollte mich meinem Kollegen zuwenden und BAM! Schon lag ich bäuchlings auf dem Bürgersteig. Was hatte der Mann denn überhaupt getan, dass Sie einschreiten mussten? Er belästigte eine Frau, also griff ich ein. Aber dann geriet die Lage etwas außer Kontrolle. Naja, wir sind zurzeit etwas überempfindlich, wenn ein Mann eine junge Frau belästigt. Ja, das ist verständlich. Gut, ich will Sie nicht länger bei der Arbeit stören. Ich muss zu meiner Klientin. Danke für die Auskünfte. Gern geschehen. Seien Sie vorsichtig. Keine Sorge. Ja, ja. Aber es ist wirklich so die Frage, wie konnte er ungesehen ein- und ausgehen hier? Ich wollte gerade sagen, ist das meine Klientin? Da kann ich jedenfalls lang, will ich aber noch nicht. Was machst du? Ah, da kannst du gar nicht hin. Ja. Sowas am Stern. Ich will da aber hin. Meine Ida. Die schönsten Beine ganz Osteuropas. Mein Engel, mein Ein und Alles. Ich traf sie, als ich in einem unbedeutenden Fall recherchierte. Sie war Tänzerin im benachbarten Kabarett und mit dem verheirateten Mann liiert, den ich beschattete. Es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, wer hat sich denn da so schön rausgeputzt? Hallo, meine Süße. Ich mag nicht, wenn du so mit mir redest. War doch nur nett gemeint. Es sollte keineswegs heißen, dass... Ach, vergiss es. Entschuldige bitte. Gut. Und? Hast du inzwischen mit diesem Nichtsnutz von Inspektor geredet? Ja, hab ich. Ist aber nicht viel dabei herausgekommen. Wirst du uns helfen? Selbstverständlich werde ich das. Hast du etwa daran gezweifelt? Nein. Aber man weiß ja nie. Sollen wir das Finanzielle jetzt oder später regeln? Ida, ich will kein Geld dafür. Unsinn. Du nimmst unser Geld. Wie viel kostet das? Hör zu. Wir regeln das, wenn der Fall geklärt ist. Einverstanden? Versprichst du das? Es wäre eine Beleidigung für uns, wenn du unser Geld nicht nimmst. Was hätte ich denn machen sollen? Von diesen Mädchen Geld annehmen? Lieber verhungern. Ich verspreche es. Wenn der Fall beendet ist, stelle ich meine Arbeit in Rechnung. Verdammt. Das erinnert mich ein bisschen daran, was der Vater von Victoria letztens gesagt hat, also im letzten Part. Und zwar, weil er doch nie erzählt, wie er seine, also wie er die Oma quasi kennengelernt hat, ne? Ich nehme mal nicht an, dass es sie ist. Ja, und das Handy unterbricht mich gerade. Sondern, dass, weil er meinte doch irgendwie, ja, er hätte vorher jemanden verloren, den er liebt. Also, mal gucken. Ich hoffe ja nicht, dass Ida stirbt, dass das sich so bewahrheitet und, ja, jedenfalls, in weiteren Fragen und wie sich das Ganze hier noch so entwickelt, das sehen wir aber erst im nächsten Part. Bis dann, tschüss, eure Tai.